Germersheim Adventsradio zum Mitmachen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung Germersheimer Adventsradio zum Mitmachen. Wir sind natürlich wieder hier mit für Sie dabei. Wir, das sind Rita Rösch, Sozialreferentin der katholischen Kirche in Germersheim. Renate Walch, Referentin für Gemeinwesen, GPD, Dekanat Germersheim. Und ich bin der Jürgen Schaaf beim Gemeindepädagogischen Dienst in Germersheim. Und wir haben heute wieder interessante Gäste. Ja, absolut. Mit dabei in der heutigen Sendung wieder Ansgar Mohr mit einem Knecht Ruprecht, der Sterne sieht. Die Kinder der katholischen Kita St. Josef Germersheim geben ein Nikolausgedicht zum Besten. Um den Nikolaus geht es auch im Talk von Vanessa und Tine. Sonntagabend ist zwar traditionell Tatortzeit, bei uns zu Gast heute Heidi Mohr-Blank mit ihren Adventskrimis. Last but not least hören wir beim Schwegenheimer Adventskalender rein. Es gibt Schokokrossis der besonderen Art in der Weihnachtsbäckerei. Und bei Sittelmeiers Adventsgeschichten geht es heute um die Christstolle. Musikalisch unterstützt werden wir heute unter anderem von der Singschar der KJG Germersheim, der Sängerin Julia Ring aus Maximiliansau und der Two-Man Band aus Lingenfeld. Und last but not least, als Gast bei Adventsreporter Christian Besau ist heute Paul Mahr, der Erfinder des Sams. Leckeren Kuchen und Kaffee stehen auch bereit. Genau, also nehmen Sie sich eine Tasse und ein Stück Kuchen oder was auch immer Sie gerade vor sich haben und genießen Sie das Adventsradio zum Mitmachen. Was blind, but now
wünscht dir was. Hallo Papa, hier grüßt dich deine Älteste, dein Sonnenschein Corinna aus Bellheim. Zu deinem 87. Geburtstag gratuliere ich dir von Herzen und wünsche dir Glück, Zufriedenheit, Spaß am Leben und ganz viel Liebe und natürlich Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Du bist ein ganz wunderbarer Papa, Opa und sogar Uropa. Und dein Alter kannst du eh außer Acht lassen. Das ändert sich ja sowieso jedes Jahr. Zu deinem Geburtstag singt dir jetzt übrigens Udo Jürgens nur für dich mit 66 Jahren. Mach's gut, hab dich lieb. Tschüssi. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin. Aha. 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 Da fühl ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Aha. Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress und fege durch die Gegend mit 110 PS. Aha. 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 Ich sing im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so staunt und spiel dazu Gitarre mit einem irren Sound. Aha. Und mit den anderen Kumpels vom Pensionärsverein, da mach ich eine Band auf und wir jatzen ungemein. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Lang noch nicht Schluss. Und abends mache ich mich mit Oma auf den Weg, dann gehen wir nämlich rocken in eine Diskothek. Aha. 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 Im Sommer wind ich Blumen um meine Denkerstirn und träumt nach San Francisco mein Rheuma rauskurieren. Aha. Mein Enkel Waldemar, der ausgeflippte Alte, das ist mein Opa. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch. Germersheim Adventsradio zum Mitmachen. Kinder im Advent. Hanna, Hanna, Rumpelsack, Niklas, Fuchsi, Hockepack, Weihnachtsnüsse, gelb und braun, bunzlig, bunzlig anzuschauen. Kack die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse ess ich gern. Komm bald wieder in mein Haus, lieber guter Nikolaus. Ja, und mitgemacht haben die Kinder der Eichhörnchengruppe der katholischen Kita St. Josef in Germersheim.
Die grüßen damit auch alle erkrankten Erzieherinnen und Erzieher und vor allem ihre Gruppenerzieherin Sabine Erdmann, die mit ihnen geübt hat. Vielen Dank und wir werden sie auch in der nächsten Woche wieder bei uns haben. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer Dank ist Weihnachtstag. Dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl, schöner als bei frohen Tänzen ein geputzter Kronensaal. Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, wie's am Weihnachtsabend war? Noch mein Reiterpferdchen, Malchens nette Schäferin, Jettchens Küche mit dem Herdchen und dem blank geputzten Zinn, Heinrichs bunten Harlekin mit der gelben Violin. Noch den großen Wagen und die schöne Jagd von Blei, unsere Kleiderchen zum Tragen und die viele Näscherei. Meinen fleißigen Sägemann mit der Kugel unten dran. Germersheim Adventsradio zum Mitmachen. Hallo, bei uns ist heute Herr Ansgar Mohr. Herr Ansgar Mohr wurde mir vorgestellt als lebendig gewordenes Archiv der katholischen Kirchengemeinde. Hallo Herr Mohr, Sie sind uns ja schon gut bekannt. Heute haben Sie uns was ganz Besonderes noch mitgebracht für unser Adventsradio. Eine Geschichte von... Ja, von dem ehemaligen Kaplan Abel und das passt vielleicht im Moment in die Zeit... zu St. Nikolaus. Ja, da freuen wir uns drauf. Robert Abel kam nach seiner Priesterweihe 1947 als Kaplan nach Germersheim. Er war bis 1952 hier. Der Kaplan war insbesondere bei der Jugend der Pfarrei sehr beliebt und er war immer in Aktion. Erstmals kam am Nikolaustag, beziehungsweise manchmal auch schon am Vorabend, der St. Nikolaus nun als Bischof in die Kindergärten und in so manches Haus. Als Bischof? Als Bischof, der das Bischof heißt, Nikolaus. Er hat dann im Grunde genommen... Er hat sein Ornat angezogen, hat das Messgewand dazu angezogen, hat eine Mitra gehabt und hat einen Stab gehabt. Und er wurde natürlich auch von dem Knecht Ruprecht begleitet, oftmals zumindest. Ja, und einmal begegnete... ihm ein kleines Missgeschick, beziehungsweise seinem Begleiter. Bei einem Besuch, es war in der Bergstraße hier in Germersheim, wartete er einmal vergebens im ersten Stockwerk des Hauses auf seinen Begleiter Ruprecht. Aber diesen hatte ein Jugendlicher von hinten, kurz vor dem Treppenaufgang, mit einem Stock auf den Kopf bewusstlos geschlagen. Oh, St. Nikolaus, also Kaplan Abel, leistete dann, als er ihn auffand, sofort erste Hilfe. Helfer brachten dann den jungen Mann ins Krankenhaus.
Der Täter war bald ermittelt. 2 Tage später hatte sich aber der Junge, der Schüler der Abschlussklasse in der Volksschule war, schon wieder unrühmlich im Schulhof verhalten. Der aufsichtführende Lehrer hat beide Taten mit einer Tracht Prügel gesühnt. Damals war die Prügelstrafe in den Schulen ja noch erlaubt. Ja, und nach seiner Versetzung nach Ludwigshafen ließ es sich Kaplan Abel einige Jahre lang dennoch nicht nehmen, bei manchen Familien am Nikolausabend als Bischof Nikolaus zu erscheinen. Aber dann immer ohne Ruprecht, oder? Bitte? Dann ohne Ruprecht, ja. Oh, das ist ja, oh, das ist aber schon echt eine richtig grausame Geschichte. Ne? Ja, es war sehr aufregend. Der liebe Knecht Ruprecht war mein ältester Bruder. Ja, Herr Mohr, herzliches Dankeschön für diese Geschichte. Wobei, ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut. Aber ich glaube, damit die Gänsehaut jetzt verfliegt, da spielen wir jetzt im Nachhinein ein richtig tolles Nikolauslied. Einverstanden? Ja, wunderbar. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows if you're awake. He knows if you've been better, going to be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, to be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Die gab's neulich auch bei meiner Mutter. Als ich nämlich dort vorbeischaute, gab es gerade frisch gemachte weiße Schokokrossis. Und das Rezept, das hat sie mir auch gleich verraten. 300 Gramm weiße Schokolade schmelzen, 60 Gramm Salzbrezeln zerkleinern,
und 60 Gramm Cornflakes. In die geschmolzene Schokolade Cornflakes und Salzbeizeln einrühren, auf Häufchen sitzen, trocknen lassen. Guten Appetit! Wünsch dir was! Hallo, mein Name ist Alexandra Schaaf-Dörner. Ich bin Lehrerin an der Grundschule in Lustadt. Und wir sind ein bisschen traurig, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal keine Weihnachtsfeier für die ganze Schulgemeinschaft haben werden. Und deshalb wünsche ich mir für alle Menschen an unserer Schule unseren Lieblingshit. Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre. Danke! Germersheim Adventsradio zum Mitmachen. Ich habe eben hier die Leni Walch getroffen und die hat so eine schöne Geschichte zum Advent. Die müssen wir unbedingt weitergeben. Leni, erzähl doch mal. Also, immer zum 1. Dezember holte meine Mutter schon die Krippe und Strohhalme. Und dann war die Frage an meine Schwester und an mich, ihr möchtet doch bestimmt, dass das Jesuskind am 24. Dezember weich liegt. Natürlich wollten wir das. Und jeden Abend kam dann die Frage, wart ihr brav? Dann durften wir ein Stück vom Strohhalm abschneiden und in die Krippe legen. Und dann am 24. war dann die Diskussion, vielleicht noch, wer hat mehr Strohhalme reinlegen dürfen. Aber das spielte ja dann doch keine Rolle. Die Hauptsache war immer, dass am 24. Dezember unser Jesuskind, das dann in die Krippe gelegt wurde, weich liegen durfte. Und das ist so schön. Machst du das heute auch noch? Habe ich zum Teil am Anfang mit meinen Kindern gemacht. Aber dann ist es in die Vergessenheit gekommen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind Tine und Vanessa.
Und wir sind zwei Freundinnen, die sich in der Kirche kennengelernt haben. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ist tatsächlich so. Ich war früher mal die Gruppenleiterin von Vanessa, einer Kindergruppenstunde der KJG, der katholischen Jugend hier in Germersheim. Ja, und außerdem sind wir auch noch zusammen bei den Messdienern und singen in der Singschar. Das ist der Jugendchor hier bei uns in der Gemeinde. Genau, und mittlerweile haben wir auch unser Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin nämlich mittlerweile Förderschullehrerin und unterrichte unter anderem das Fach Religion. Ja, und ich bin noch Theologiestudentin. Und wie du es eben schon so schön gesagt hast, wollten wir einfach unser Hobby zum Beruf machen und haben deshalb gedacht, dass wir heute ein bisschen mit euch über Gott und die Welt quatschen. Möchtest du eigentlich auch ein Stück haben? Von was? Ich habe hier einen Schoko-Nikolaus dabei. Nee, das ist kein Schoko-Nikolaus. Das ist ein Schoko-Weihnachtsmann. Okay, wie kommst du da drauf? Ja, guck dir doch mal genau an. Der hat keinen Bischofsstab, kein Gewand an, der hat keine Mitra auf, sondern der hat so eine Zipfelmütze auf dem Kopf und der hat auch so, ich glaube, so ein rot-weißes Gewand an mit so einem weißen Pelz oben. Also das sieht definitiv nicht aus wie ein Bischof. Aber genau so einen bekomme ich jedes Jahr zum 6. Dezember am Nikolaus geschenkt. Ja, aber tatsächlich feiern wir am 6. Dezember den Gedenktag des heiligen Bischof Nikolauses. Ja, das ist mir schon klar, aber irgendwie ist es auch total verwirrend. Wenn du in den Supermarkt gehst, gibt's ja nur Schoko-Weihnachtsmänner und irgendwie ja, gar keine Nikoläuse. Ich habe eh das Gefühl, in Deutschland hier hast du zwei verschiedene Personen mit zwei verschiedenen Namen. Es gibt einmal den Nikolaus, der eben am 6. Dezember kommt und die Kinder beschenkt, und den Weihnachtsmann, der an Weihnachten kommt und die Kinder reichlich beschenkt. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel nach Amerika guckst, da gibt es ja nur Santa Claus. Und Santa Claus, würdest du jetzt denken, das ist der Weihnachtsmann, weil der sieht genauso aus wie der Weihnachtsmann hier in Deutschland. Aber wenn du dir seinen Namen anschaust, heißt es ja eigentlich Santa Heiliger Claus. Klaus. Ah. Ne? Also das ist eigentlich in Anlehnung an den Nikolaus. Okay, das ist echt verwirrend. Ja, und also deswegen bin ich hier so irritiert in Deutschland. Man sagt ja auch schon fast manchmal, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung einer gewissen Getränkemarke ist. Also weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wie man das handhaben soll mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann. Ja, weil der Nikolaus, der war ja ursprünglich damals vor so ungefähr 1500 Jahren Bischof in Myra. Mhm. Und der war eigentlich für die Kinder und für die Armen in Not da. Also der hat eben geschaut, wem geht's schlecht, wem kann ich helfen? Und das war so seine Mission. Und da sieht man auch so ein bisschen die Parallele zu Jesus. Also dass er eben auch gehandelt hat wie Jesus, um eben besonders den Armen und Schwachen zu helfen. Ja. Ja, es ist ja auch eine wunderschöne Tradition mit dem Nikolaus. Also dass auch das der Nikolaus als Bischof verkleidet in die Kindergärten kommt und auch abends die Kinder zu Hause besucht, den Stiefel füllt. Und manche bekommen sogar einen echten Besuch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir früher war. Ja, tatsächlich, da denke ich gern zurück. Da kam bei mir jedes Jahr eigentlich zu uns, beziehungsweise der Nikolaus. Aber ich muss sagen, dass ich immer ganz schön Angst hatte an dem Tag. Also ich war immer total nervös. Echt? Ja, weil der war halt so voll die autoritäre Person. Und meine Eltern haben auch immer das ganze Jahr über irgendwie, wenn ich irgendwas angestellt habe, gesagt, das kriegt der Nikolaus alles mit und so. Und dann hat er auch... Ja, hat er auch aus dem goldenen Buch vorgelesen. Ja, bei dir. Genau. Und dann hat er so das große goldene Buch ausgepackt und er wusste so alles über dich. Und das war für mich einfach, ja, weil er dann auch immer so streng war und so geschimpft hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, also wir haben auch immer Besuch vom Nikolaus bekommen. Wir mussten auch immer Gedichte aufsagen oder genau, was vorsingen. Ja. Ich hatte nicht so Angst vom Nikolaus. Ich hatte tatsächlich eher Angst vom Knecht Ruprecht. Mhm. Der kam zwar jetzt bei uns hier in Germersheim eigentlich nicht, aber bei meinen Cousins kam der immer und vor dem hatten wir Angst. Also kann man zusammenfassen, der heilige Nikolaus ist oder war eine reale Figur, die als Bischof gelebt hat und dessen Namentag wir am 6. Dezember feiern und er die Kinder reich beschenkt. Und der Weihnachtsmann, der ist für Weihnachten bestimmt. Ja. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen eben unsere Gedanken so ein bisschen an eure Familie und Freunde weitergeben könnt und wünschen euch einen ganz tollen Nikolaustag. Weißt du, was jetzt noch gut passen würde? Was denn? Ein Nikolaus-Song. Welcher denn? Kennst du von Rolf Zuckowski Nikolaus und Weihnachtsmann?
sprach der Nikolaus zum Weihnachtsmann. Es muss endlich was geschehen, dass man uns so oft verwechselt, das darf nicht so weitergehen. Überall legt man zur Weihnachtszeit unsere alten Kleider an. Und der rote Mantel, der gehört gewiss dem Weihnachtsmann. Weil ich auf dem Kopf meine Mitra trag und in meiner Hand den Bischofsstab. Frag ich dich, wie man uns beide da überhaupt verwechseln kann. Sprach der Weihnachtsmann zum Nikolaus. Lieber Freund, es tut mir leid. Dabei trägst du doch so würdevoll dein altes Bischofskleid. Dass wir beide nicht die Jüngsten sind, daran kann kein Zweifel sein. Aber mehr als 1000 Jahre alt ist der Nikolaus allein. Warst in größter Not für die Kinder da und sie lieben dich, na du weißt es ja. Und noch heute legst du jedem Kind etwas in den Schuh hinein. Da sang vom Himmel hell und klar ein Weihnachtsengel wunderbar. Ihr beide hört mir zu und dann gibt endlich Ruhe. Was die Kinder in der Weihnachtszeit in ihren Träumen sehen, werden große Leute, so wie ihr, wohl niemals ganz verstehen. Jedes Kind macht sich sein eigenes Bild und es glaubt ganz fest daran. Darin gibt's gewiss den Nikolaus und auch den Weihnachtsmann. Doch es lässt nur den macht und sich selber klein. Der bereit ist, selbst ein Kind zu sein, darauf kommt es an. Nikolaus und Weihnachtsmann. Germersheimer Adventskrimi. Ja, jetzt bei uns hier im Studio Heidi Mohr-Blank, die Krimi-Autorin, die der eine und die andere bestimmt schon kennen. Ursprünglich mal in Landau gewohnt, jetzt inzwischen ein Heim in Lustadt gefunden. Heidi, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Adventskrimi zu schreiben? Also die Idee ist ja erstmal das, dass es Ausschreibungen gibt. Es kommen verschiedene Verlage auf dich zu, die sagen dann, wir wollen für Weihnachten eine Weihnachtsanthologie machen mit kriminellen Kurzgeschichten. Schreibst du was? Und die spielt dann irgendwo. Also die Geschichte Nikolaus, die spielt in der Pfalz. Das ist aus der Anthologie Pfälzisch-Kriminelle Weihnacht vom Wellhöfer Verlag. Da sind 24 Krimis drin mit 24 Rezepten. Also ganz passend, wie so ein Adventskalender. Herausgegeben hat das Kerstin Lange. Und dann kommt natürlich der Moment, wo man sich was überlegen muss. Und lässt dann so die Gedanken schweifen und man hat ja schon einige Adventszeiten und Weihnachten mitgemacht. Und dann kommt dann schon irgendwie eine Idee, die wird dann so ein bisschen ausgearbeitet und dann kommt die eine oder andere Geschichte dabei raus. Wie stelle ich mir das ganz praktisch vor? Das heißt, ich gehe dahin, mache mir ein Kerzchen an, stelle ein bisschen Weihnachtsgebäck auf den Tisch, vielleicht noch ein Gläschen Glühweinpunsch oder ähnliches und dann lasse ich die Gedanken fließen in der Hoffnung, dass ich eine Inspiration bekomme. Oder wie kommst du zu deinen Inhalten? Also meine Ideen, die kommen eigentlich bei stupiden Arbeiten. Fenster putzen, Boden wischen, Wäsche aufhängen, Rasen mähen, mit dem Hund gehen, irgendwie solche Sachen. Da hat ja das Hirn eigentlich Freilauf und dann kommen so Gedanken. Ja. Wie lange dauert es, bis so eine Geschichte wirklich fertig ist? Also ich denke ganz viel in meinem Hirn schon und die ist schon so gut wie fertig in meinem Kopf und dann setze ich mich hin und schreibe die in einem Rutsch so runter. So geht es meistens. Aber manchmal dauert es ein bisschen mit den Ideen. Aber jetzt gerade in der Anthologie hatte ich sogar zwei Ideen. Und die erste Geschichte,
die war sehr, sehr traurig und ich weiß auch nicht, was da aus mir rausgekommen ist. Und dann musste ich für mich selber noch irgendwas anderes schreiben und dann dachte ich, jetzt schreibst du mal eine ganz überzogene, witzige Geschichte vom Nikolaustag. Und dann wusste ich nicht, welche ich einreichen sollte und dann habe ich beide eingereicht und dann sind sie beide genommen worden. Die sind jetzt also beide in der Anthologie drin. Das ist auch ein Novum bei mir. In die Nikolausgeschichte hören wir mal ganz kurz rein. Germersheimer Adventskrimi. Hilde kam ins Wohnzimmer mit einem Stapel Teller. Ihr Blick reichte, Heiner stand auf, streckte sich und seufzte wieder. Hilde schaute immer noch streng. Dann sagte sie, Heiner, du nimmst dich zusammen heute Abend. Dass Stefan eine Weihnachtsmannagentur beauftragt hat, lässt sich nun mal nicht mehr ändern. Ja, ja. Heiner war trotzdem verärgert. Schlimmer noch, er fühlte sich als Versager, als nutzloser Versager. Die letzten Jahre war es immer seine Aufgabe gewesen, die Enkel als Nikolaus zu beschenken. Und das hatte er immer sehr konzentriert und voller Eifer erledigt. Er hatte vorher eins seiner dicken Vogelkundebücher in Goldfolie eingepackt, hatte Zettel eingeklebt, auf denen er fein säuberlich die Namen und die Belobigungen und Ermahnungen der einzelnen Enkel eingetragen hatte. In großer Schrift, versteht sich, weil er seine Lesebrille nicht tragen durfte, sondern eine Nickelbrille mit Fensterglas auf der Nase hatte. Ein langer Rauschebart aus Watte, Wattelöckchen unter der roten Nikolausmütze und ein Sofakissen unter dem schwarzen Mantelgürtel hatten die perfekte Verkleidung ergänzt. Bis letztes Jahr der Älteste von Ulrike und Michael, Amadeus, mitten in seinem Gedichtaussagen stockte und fragte, warum hat der Nikolaus Obis Hausschuh an? Ist mal noch die Frage, wie viel Autobiografisches ist denn in so einer Geschichte drin? Oh, nicht ganz so viel, aber man hat ja immer mal die Augen und Ohren offen. Und in meiner Geschichte, da sind schon so ein paar überzogene Eltern und Kinder. Und klar, das ist dann nochmal überzogen. Aber am liebsten ist mir eigentlich der Heiner. Der Heiner, der urische Obi, der halt einfach nur sein Riesingscholle trinken will und seine Ruhe haben will und froh ist, wenn die Gans, ich sage jetzt nicht Corona, wenn die Gans bloß endlich mal wieder aus der Dier draus ist. Germersheimer Adventsradio mit einem Adventskrimi, den gibt es in voller Länge auch hier in diesem Kanal zu hören. Gibt es schon Projekte für die Zukunft? Weil Advent ist ja jetzt quasi schon als Autorin fast vorbei. Jetzt habe ich so viele Krimi-Kurzgeschichte geschrieben und ich dachte dann immer, wenn ich mal in Rente bin, dann schreibe ich mal einen Roman. Aber ich stelle fest, da gibt es auch schon so viele und ich weiß nicht, ob man auf mich wartet. Aber weil ich ja auch schon zig Jahre Theater spiele, habe ich jetzt meine Leidenschaft entdeckt im Theaterstücke schreiben. Bin jetzt gerade an einem dran. Mein Erstling ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ist ein bisschen übertrieben, so Tür auf, Tür zu, aber spielbar. Aber den finde ich jetzt ganz nett und jetzt bin ich an einem ernsthafteren dran und mal sehen, ob das was wird. Gibt es einen Musikwunsch, den wir dir noch erfüllen können? Oh, ich weiß nicht, ob ihr das gerade so auskramen könnt, aber es ist ein uraltes Lied von der Gruppe Marmalade, Reflections of My Life. Das finde ich so mega toll. Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. How they fill my heart. All my sorrow,
changing, arranging. I'm changing, I'm changing everything. Everything around me. The world is a bad place, a bad place, a terrible place to be. But I don't. Wäre die Adventszeit ohne Adventskalender? Einer mit frischer Luft, Musik und was zum Hören und Sehen gibt es dieses Jahr wieder in Schwiegenheim. 27 Familien haben mit einem Team aus der katholischen und protestantischen Kirchengemeinde Fenster gestaltet, die jeweils von 18 bis 20 Uhr beleuchtet werden. Und bei einem dieser Fenster haben wir mal reingehört. Frauengespräche. Oh, was sieht mein Hühnerauge denn da? Kommt da nicht jemand den Weg zum Haus herauf? Oder täusche ich mich? Nein, wenn ich beide Augen ganz fest zusammenkneife und mich anstrenge, dann kann sogar ich kurzsichtiges Huhn erkennen, dass sich da jemand nähert. Zacharias ist es nicht. Der ist viel größer und er geht langsamer. Er ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Elisabeth ist es auch nicht. Die ist viel runder. Mittlerweile kann selbst ich erkennen, dass sie bald ein Baby bekommen wird. Keiner meiner Leute bedeutet Besuch. Und Besuch bedeutet Lebensgefahr. Natürlich nur dann, wenn Elisabeth ihren Besuch mit Hühnersuppe verwöhnen möchte. Darauf werde ich es aber auf gar keinen Fall ankommen lassen. Okay, jetzt heißt es die Nerven bewahren. Keine Panik, ganz cool und abgebrüht. Kein gutes Wort in dieser Situation. Ganz cool über den Hof laufen und schnell ein gutes Versteck suchen. Schnell, schnell, schnell durch die Hecke hinter dem Olivenbaum links unter dem großen Busch. Geschafft! Hier bin ich gut versteckt und kann aus sicherer Entfernung einen Blick auf unseren Besucher werfen. So, jetzt noch den Hals ein bisschen recken. Moment. Und die Sicht ist frei. Na sowas, das ist ja Maria. Die hat uns... Hallo, hallo, sorry, dass ich zu spät bin. Ihr wisst ja, Studenten, akademisches Viertel und so. Hallo Hannes. Oh, Hannes, hey. Wieder neu. Was? Was denn? Heike hat gerade angefangen, eine Geschichte zu erzählen oder vorzulesen. Ach, dann hörst du die einfach später auf YouTube fertig an. Heike nimmt die doch alle auf. Auf YouTube? Ja, die nimmt die auf und stellt sie hoch. Hast du doch jetzt angefangen, oder? Ja, ja, klar, in meinem tierische... Jetzt weiß ich, wo der ganze Warum-Snur-Tee gibt. Du hast den Glühwein alle getrunken, weil anders könnte man sich deine Gedächtnislücke nimmer erklären. Hier, lass doch mal die Handschuhe noch rumliegen. Hier, kannst du ablesen. Oh, Hannes, ich hab doch gar kein Brillo. Tierisches Weihnachtshörbuch. Also das kann man jetzt auf YouTube anhören. Ja, und nicht nur dort. Den kompletten Beitrag des Schwiegenheimer Adventsfensters gibt es demnächst auch hier in der Podcast-Playlist des Germersheimer Adventskalenders zum Nachhören. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.
but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow. Let it snow. No, it does show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow. Let it snow. Let it snow, Germersheimer Adventsreporter. Meinem heutigen Gast verdanken wir wunderschöne Kinderbücher, die jedes Jahr unter vielen Weihnachtsbäumen liegen, schön verpackt. Und auch die Erwachsenen schauen da gerne mal rein. Lippels Traum kann ich nur sehr empfehlen. Und natürlich haben sie das Sams erfunden, Paul Maar. Im Vorfeld, da haben sie mir was Spannendes verraten. Nämlich, dass sie vielleicht gar nicht so ein begnadeter Geschichtenerzähler geworden wären, hätte es da nicht ihren Opa gegeben. Was war da los? Wie war der so? Das war ein ganz runder Mensch. Sowohl äußerlich als auch innerlich. Ja? Und der hat es auch geschafft, meinen innerlichen Kühlschrank von -5 wieder auf 0 zu stellen, weil ich schon etwas traumatisiert war durch die Bombennächte im Luftschutzkeller, wo dann der Putz von der Decke fiel und das Licht ausging und meine Mutter so mit zitternden Fingern versucht hat, dann eine Kerze anzuzünden und sich ihre Angst auf mich übertragen hat und ich dann plötzlich auch Angst hatte. Und der war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Der hatte in der Gastwirtschaft immer ein großes Publikum, wo man zum Teil richtig hinkam, um Herrn Mattenheimer erzählen zu hören. Heute kommen die Menschen, um Paul Maar erzählen zu hören. Spannend. Vielleicht war ja der Großvater auch ein bisschen Vaterersatz. Ihr Vater hat Sie dann auch mal als missratenen Sohn bezeichnet. Ja, es war ein bisschen einfach. Ich will jetzt nicht im Nachhinein, mein Vater ist schon lange tot, über meinen Vater schimpfen. Er hatte auch sehr, sehr freundliche Seiten. Er war halt ein Mensch, der handwerklich gearbeitet hat. Und er wollte sehen, wenn man etwas tut, etwas macht, dann muss etwas dabei herauskommen. Aber wenn ich da saß und gelesen habe, da kam nichts dabei heraus für ihn. Ja. Bin ich froh, dass mein heutiger Gast bei seiner Berufswahl nicht auf seinen Vater gehört hat, Paul Maar. Sie sind Erfolgsautor und ihr bekanntestes Geschöpf, das Sams, das feiert gerade Weihnachten im aktuellen Buch.
Ihr Vater aber, der fand das lange gar nicht so cool, dass sein Sohn Paul nur Geschichten und Bücher im Kopf hatte und so gar nichts Handwerkliches machen wollte. Was war da los? Das war einfach Zeitverschwendung. Stattdessen könntest du mal in den Hof gehen, sagte er dann. Nur, als dann mein erstes Buch erschienen war, Der tätowierte Hund, da lief er voller Stolz mit diesem Buch unter dem Arm durch die Fußgängerzone. Und wenn er einen alten Bekannten entdeckt hat, sagte er, ach, hallo, guten Tag und schauen Sie, zufällig habe ich gerade das Buch dabei. Das hat mein Sohn geschrieben, hat einen Preis gekriegt, Deutschen Jugendliteraturpreis, Auswahlliste und so weiter. Dann haben es die Eltern schon immer gewusst, wenn der Erfolg dann kommt. Wie ihre berühmteste Figur das Sams Weihnachten feiert, das können wir jetzt lesen im aktuellen Buch. Jetzt frage ich mich natürlich, wie feiert Paul Maar Weihnachten? Was gibt es für Traditionen? Ich feiere immer im Kreis der Großfamilie. Da wird eingeladen meine Schwester, dann meine sämtlichen Kinder und meine Enkelkinder und dann gibt es einen sehr großen Tisch. Auch das Sams feiert in diesem Jahr Weihnachten. Und dafür sorgen Sie im aktuellen Sams-Buch, Paul Maar. Und Ihr kleines Geschöpf mit den lustigen Wunschpunkten, das hat Sie nicht nur in Deutschland berühmt gemacht. Im weit entfernten Südkorea zum Beispiel. Da lieben auch alle das Sams. Und natürlich Sie. Was ist da los, Paul Maar? Ja, meine Bücher sind ja inzwischen in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Und Korea, Südkorea ist merkwürdigerweise das Land, das am meisten meiner Bücher übersetzt hat. Also so, wenn ich an arabische Länder denke oder an die Türkei, da sind es meistens 7, 8 und in Korea sind es mehr als 20. Und kaum kommt ein neues Buch heraus, schon kommen 2 koreanische Verlage und fragen, ob sie nicht die Lizenz bekommen für ein neues Buch. Ist nicht wahr. Wie heißt das Sams auf Koreanisch? Fragen Sie mich was Leichteres. Es war auch gemein jetzt, auf jeden Fall. Also Weihnachten, das Sams, gibt es das dann auch in Korea schon oder müssen die Koreaner noch warten? Die müssen noch warten, ja. Aber wir nicht, ha. Und damit würde ich Ihnen gerne danken, das war klasse. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Danke. Einen großen Tisch mit der Familie, wie Sie zusammen feiern, ich sehe es vor mir. Ja, danke schön, ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten. Mehr Promis und Infos gibt es auch unter www.erba.de. Ich bin Christian Besau, bis dann. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin's birth. I remember one Christmas morning, a winter's light of a distant choir, the peal of the bell, the Christmas tree smell, their eyes fire.
Zettelmeiers Adventsgeschichten. Die Christstolle. Die Oma packt wieder mal Stolle und Fritzl hilft mit in den Kisch. Ganz stolz ist die Oma und freut sich, wie dichtig ein Liebling schon ist. Er riert, wie ist der Zucker, kippt Eier, bringt Milch bei, hat alles im Griff und strahlt voller Stolz zu der Oma. Das gibt heute ein Stolle mit Piff. Dann muss geschwind die Oma was besorgen, der Klee ist allein der Kisch. Er schleicht zu der Dose mit Rosine und zieht sie schnell runter zu sich. Bloß kann er die Blechspicks nicht halten. Zu Klee ist sein Suchen die Hand. Sie fällt und rollt über den Boden ins hinterste Eck an der Wand. Schnell grottelt der Klee unter die Heizung, schert alles zurück in die Picks. Die Oma kommt rein, nimmt Rosine und riert sie zum Deck neu, ganz fix. Zum Glück hat sie gar nichts gemacht. Man braucht halt ein bisschen Glück. Schon bald ist der Stolle gebacken und jeder versucht gleich ein Stück. Ganz plötzlich ruft fröhlich der Klee, ich habe Rosinen mit 6 Bären. Und außerdem strahlt er der Ischl. Da hat sie sogar noch 2 Flischl. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Wir verabschieden uns von heute und hoffen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Germersheim Adventsradio. Wir, das sind am Mikrofon Jürgen Scharf, Rita Rösch, Renate Walch, und Sie dürfen uns auch gerne schreiben oder mit uns telefonieren. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!